Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute unterhalten wir uns über technische Analyse. Ist technische Analyse notwendig, um im Optionshandel erfolgreich zu sein? Muss man überhaupt technische Analyse überhaupt einbringen? Und wer braucht's, wer braucht's nicht? Ein paar Gedanken dazu jetzt. Technische Analyse ist ja extrem umstritten. Selbst der Bröselwelt hier draußen jetzt gleich. Also, technische Analyse ist ja sehr umstritten. Die einen sagen, das ist alles Humbug. Die anderen bauen ihr komplettes Trading auf technische Analyse aus. Und beide Vertreter haben, also es gibt in beiden Gruppen Vertreter, die damit recht haben. Es gibt Leute, die handeln reinweg aus fundamentalen Gründen. Und es gibt natürlich auch technische Analysten oder beziehungsweise technisch orientierte Trader, die sehr, sehr gute Ergebnisse bringen. Und es gibt genauso gut Leute, die fundamentale Entscheidungen treffen und immer falsch liegen. Und es gibt genauso viele, die technische Analyse anwenden und immer falsch liegen. So, das heißt also, wir können erstmal nicht sagen, ist technische Analyse gut oder schlecht. Sie hat ihre absolute Daseinsberechtigung. Wie ist es jetzt auch beim Optionshandel? Beim Optionshandel geht es ja viel um Wahrscheinlichkeiten. Ne? Also da haben wir die Verteilung der Optionspreise, wir haben Volatilität, wir haben die Deltas, die was über Wahrscheinlichkeit aussagen und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es auch hier unterschiedliche Meinungen. Es gibt halt Leute, die sagen, nein, du brauchst keine technische Analyse, weil die Wahrscheinlichkeiten, die dir die Optionen bieten, sagen dir alles aus, was du brauchst, um eine Option zu kaufen oder verkaufen zu können. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, du brauchst technische Analyse, um erfolgreich zu sein. Und wie mit allem ist es so, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt. Und zwar hängt das immer so ein bisschen davon ab, was du persönlich bist. Und zwar, das meine ich jetzt damit, stellt euch mal vor, du bist ein Market Maker und handelst sehr, sehr aktiv Optionen. Ne? Du stellst Preise, du kaufst Optionen, du verkaufst Optionen, hast ein riesengroßes eigenes Buch, wo du Tausende und Abertausende von Optionen tagtäglich herschiebst, wahrscheinlich Millionen von Optionen in deinem eigenen Buch hast. An dem Punkt ist natürlich der Blick in technische Analyse eines einzelnen Underlyings nicht sehr, sehr relevant. Warum? Hier ist es viel, viel wichtiger, dass du aufgrund der Griechen, der Kennzahlen, dein Portfolio strukturierst. Ne? Also, dass du möglichst Delta-neutral bist, möglichst Gamma-neutral, vor allen Dingen Vega-neutral, also dass du jetzt, dass du keine Schieflagen hast, wenn sich die Volatilität ändert. Das heißt also, jemand, der so handelt, der diesen Handelsstil hat, der wird sagen, und aus seinem Standpunkt heraus ist auch vollkommen richtig, technische Analyse, für was denn? Ich habe doch meine Griechen. So, jetzt stell dir mal die andere Situation vor, du bist ein Retail-Händler, also das heißt ein privater Händler, so wie du und ich, und du hast ein überschaubares Konto und du hast auch überschaubare Optionen. Und bei dir geht es natürlich auch so ein bisschen darum, dass du deine Kennziffern im Blick hast, ne? Wie sind meine Deltas und so weiter. Aber du kannst natürlich die ganzen Wahrscheinlichkeiten überhaupt nicht nutzen, die der Optionsmarkt dir bietet. Warum? Du hast einfach viel zu wenig Geld. Also wir wissen ja, es gibt statistische Untersuchungen, dass wenn man alle Optionen, die es auf der Welt gibt, wenn man die verkaufen würde, ne? Egal, ob die im Geld sind, aus dem Geld, was auch immer, würde man unterm Strich einen Gewinn machen. Warum? Weil Optionen zu teuer sein müssen in Gänze. Nicht die einzelne Option, aber in Gänze müssen Optionen zu teuer sein. Warum? Sonst gäbe es keine Verkäufer von Optionen. Ne? Das ist genau wie alle Versicherungen zu teuer sein müssen. So, das heißt also, du könntest ja jetzt hergehen und kannst sagen, okay, verkaufe ich einfach alle Optionen, die es gibt, und dann weiß ich, dass ich am Ende Geld verdiene. Kannst du aber nicht. Warum? Weil dein Konto zu klein ist. Ne? Und aus dem Grunde musst du dir ja die Rosinen herauspicken und du versuchst es zumindest. Und warum verwenden wir dann technische Analyse? Technische Analyse dient ja nur dazu, dass wir sagen, okay, eine Option oder die Option als solches kann man mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten handeln. Aber da wir nicht alle Optionen handeln können, sondern uns nur etwas heraussuchen müssen, ne? Müssen wir versuchen, das, was wir herausfuhren, möglichst nahe an unserem Idealpunkt zu bringen. Also, dass wir eine möglichst große Wahrscheinlichkeit haben, dass der Trade, den wir machen, tatsächlich dann auch aufgeht. Und deswegen sage ich ja, als privater Händler, der keine Millionen von Optionen bewegt, brauchst du technische Analyse. Du brauchst technische Analyse, weil ich habe auch festgestellt, es gibt so Leute, die sagen, ah, ich brauche das nicht, ich setze jeden Monat immer wieder den gleichen Trade auf. Und
was weiß ich, ich mache immer jeden Monat ein Butterfly oder ich mache jeden Monat ein Iron Condor oder ich mache Strangles oder was auch immer. Ne? Rein weg nach Statistik. Und das kann eine ganze Weile gut gehen. Es gibt dann aber mal einfach so die Jahre, wo es dir dann extrem die Performance zerschießt. Ne? Weil eben beispielsweise der Markt in einem Jahr extrem stark Trends hinlegt. Und dann bist du zum Beispiel mit einer Strategie wie eben mit einem Iron Condor oder mit einem Butterfly eben nicht gut aufgestellt. So, das ist dann einfach in dem Moment keine gute Strategie. Wenn du jetzt aber erkennen würdest, okay, der Markt läuft gerade in Trends ganz hervorragend, ne? Und das kannst du nur erkennen, indem du auf den Chart schaust. Und selbst das Abbild des Charts ist schon technische Analyse. Du schaust auf den Chart, ob du da nun eine Linie einzeichnest, einen gleitenden Durchschnitt nimmst, Wolken einzeichnest oder was auch immer, das spielt eigentlich keine Rolle. Es geht nur darum, schon alleine das Benutzen eines Charts ist technische Analyse. So. Und das solltest du halt dann machen, weil wenn du siehst, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, du nutzt Short-Put-System, das heißt, du verkaufst Puts auf Aktien und jetzt siehst du, der Markt bricht gerade in sich zusammen wie 2008, ne? Du hast eine globale Finanzkrise, dann ist halt ein Put am Delta 10, hat immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 10%. Es macht aber keinen Sinn, den zu verkaufen. Und aus dem Grunde, ja, dann wäre es eben gut, wenn du dann technische Analyse hast und sagst, oh, der Markt ist in einem Abwärtstrend, macht vielleicht jetzt keinen Sinn, hier Puts zu schreiben. Okay? Deswegen, ganz klare Antwort, braucht man technische Analyse im Optionshandel? Nein, braucht man nicht. Wenn man genügend großes Konto hat, dass man die Wahrscheinlichkeiten, die einem der Optionsmarkt bietet, nutzen kann, hat man dies nicht, und ich behaupte, 99% der privaten Händler haben dies nicht, dann ist technische Analyse durchaus sinnvoll. Welche du dann übrigens nimmst, spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle. Ne? Also ob du dann Bollinger Bänder nimmst, gleitende Durchschnitte, was weiß ich, den ADX oder so. Letztendlich, da gibt es keinen, der besser oder schlechter ist. Jeder hat mal Vor- oder Nachteile und jeder, der euch erzählt, es gibt diesen einen guten Indikator, das ist alles Blödsinn. Es hat alles Vor- und Nachteile. Wichtig ist nur, dass du eben etwas findest, was für dich verständlich ist, was du verstehst, was für dich auch einen Sinn ergibt und dass du dann kontinuierlich handeln kannst. Also, dass du immer wieder das Gleiche machen kannst. Wenn du das schaffst, wenn du immer wieder das Gleiche machst, dann wirst du auch langfristig, wenn es jetzt nicht vollkommener Blödsinn ist, auch langfristig auf der Gewinnerseite stehen. So, jetzt seid ihr wieder dran. Nutzt ihr technische Analyse. Das heißt, schreibt ihr Optionen, indem ihr vorher auf einen Chart schaut, indem ihr auf Signale wartet, oder nutzt ihr reinweg nur Wahrscheinlichkeiten? Und wie sind eure Erfahrungen damit? Mit technischer Analyse, ohne technische Analyse? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr dürft das Video wie immer gern bewerten, teilen, verschicken, was auch immer. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.